Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vierte Kampf im Halbschwergewicht bis 85 Kilogramm, begleitet durch folgende Punktrichter am Ring: René Just, Andrew Caulfield, Yaza China. Ladies and gentlemen, the fourth bout tonight in the light heavyweight division up to 84 kilogramm. Referee of this bout, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ringrichter dieser Partie zum vierten Kampf im Halbschwergewicht, Hasan Zubit. Der Kevin Künzel, auf den freuen wir uns. Der war der große Überraschungsmann im letzten Jahr bei den Leipzig Leopards in der World Series of Boxing. Da ist er viermal an den Start gegangen, hat viermal gewonnen und war in der Gesamtwertung immerhin auf Platz 3 gelandet. Unter 46 Boxern, die ihm Halbschwergewicht angetreten waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren und unsere Gäste hier im Kuppelsaal des Kongresszentrums in Hannover. Sie können unsere Athleten unterstützen. Mit Ihrem Applaus und Ihrer kräftigen Unterstützung für diesen vierten Kampf im Halbschwergewicht bis 85 Kilogramm. Und hoffen wir, dass er auch in diesem Jahr wieder mit der gleichen Form antritt wie im vergangenen Jahr. Dann könnte es was werden gegen Sergi Lapin. Bitte schön in die Ringmitte. Na, nochmal ausgiebige Regelkunde. Ring 2, Runde 1, Round 1. War kurz zu sehen, der Präsident der deutschen Boxer. Da kann er schön zuhauen, Kevin Künzel. Besiegte Vatan Huseynli von den Baku Fires aus Aserbaidschan. Muss man erstmal schaffen, dann den Chinesen Yung Longxi durch TKO, Rachid Kada aus Frankreich durch TKO und nach unten musste dann auch noch Francisco Javier Ortega von den Mexico City Guerreros dran glauben. Vorteil, kommt mir so vor. Lange Arme hat er. Kevin Künzel dafür die kräftigeren. Jawohl, genau, gut gesehen, Box. Junge. Hasan Zubit aus Marokko, zweimal Innenhand von Künzel. Erstmal hat er seine Rechte abgeladen. Schön durchgekommen. Hopsa. Hat er auch geschluckt, der Lapin. Aber das machen die ganz geschickt, die Ukrainer. Immer wenn sie getroffen werden, dann geht es ab nach vorne. Hauen sie 3, 4, 5 Mal hintereinander drauf. Um da schon mal bisschen was für die Punktzettel zu tun, ob nur getroffen wird oder nicht. Nochmal schön durchgekommen, der Kevin Künzel. Sergi Lapin, 23 Jahre alt. Hat letztes Jahr 3 Kämpfe bestritten. Alle 3 verloren. Unter anderem K.O. gegen den für Italien starken Franzosen Ludovic Grobu. Also den kann man schon mal knacken. Startete im vergangenen Jahr für Istanbul. Ja, ungefährlich ist er nicht. Hopp!
gute erste Runde von beiden. Hier nochmal die Zeitlupen. Da war die rechte am Kopf von Lapin. Macht er bislang gar nicht schlecht, der Ukrainer hier, wie er seine Reichweite benutzt, um die Kevin Künzel da vom Leib zu halten. Aber alle drei, Kukrika, René Just, Andrew Caulfield und Yasser Sinan aus der Türkei, haben die Runde für Kevin Künzel bewertet. Für Runde 2, Round 2. Aufpassen, der Lapin. Junglong Chi und Rashid Kader wissen, wie hart diese Rechte da kommen kann von Kevin Künzel. Hat gar nicht so einen tollen Kampfrekord gehabt bis ins vergangene Jahr. Zurzeit 172 Kämpfe auf dem Buckel, 115 Siege, 47 Niederlagen, 10 Unentschieden. Aber im vergangenen Jahr, da ist er regelrecht explodiert. Kevin Künzel wurde 2012 auch noch Militär-Europameister mit einem knappen 11:10 über Ville Hukan aus Finnland. 2011 holte er sich auch den Chemiepokal und die deutsche Meisterschaft mit einem Sieg über Sergei Michel aus. Also, der hat einen riesen Sprung nach vorne gemacht, der Kevin Künzel. War allerdings mal eine saftige Rechte von Lapin. Schöne Aufwärtshaken, die linke, toll durchgezogen. Nochmal zum Körper, ein bisschen tief gegangen. Da fängt er eine, teilt noch mal eine aus. Kampf wird besser. Kampf wird schneller. Kampf wird verbissener. Also Lapin lebt da gefährlich, wenn er nach wie vor seine Linke hängen lässt. Klasse Deckung von Künzel. Er schlägt viel, aber reiht alles von der wirklich dichten Doppeldeckung Künzels ab. So, jetzt noch ein kleiner Schlusssport. Dann müsste diese zweite Runde auch eingefahren sein. Ja, nochmal eine gute Aktion von Lapin. Komm, Künzel noch mal. Einmal noch die rechte. Ja, da kam sie leider knapp vorbeigezogen am Kinn. Okay, alles klar. Ende der zweiten Runde. Ging es ganz schön zur Sache. Haben sie beide nicht richtig getroffen. Und dann dieser wunderbare Aufwärtshaken schon mal. Ja, ging viel daneben auf beiden Seiten. Und jetzt haben alle drei Sergei Lapin vorne. Ring frei für Runde 3. Round 3.
Also muss er tun jetzt, Kevin Künzler muss erstmal wieder seine Linie finden. Und dann muss er versuchen, an diesen langen Armen von Lapin vorbeizukommen. Und möglichst oft seine Rechte, kann man ja auch mal kross schlagen, über die Führungshand rüber. Richtig. Körper, Körper, Kopf. Aufsatzhaken. Die Rechte kommt da geflogen. Aber auch bei Sergei Lapin wieder diese gute boxerische Schule zu sehen war 2011. Im Viertelfinale der Landesmeisterschaften. 2010 holte er die Bronzemedaille, war ein Dritter. Beide ja mächtig ab. Business Kämpfchen und Lapin ist wieder ein bisschen stärker geworden jetzt hier in der zweiten Hälfte der Runde. Kevin Künzler gut angefangen. Kräfteraubende Angelegenheit. Ja, das zählt natürlich hier bei den Punktrichtern, kann ich mir vorstellen. Diese Aktion, jetzt Künzel zu inaktiv. Komm, Junge, schlag mal zurück. Box! Aber der tief durch, Kevin Künzel hat Kraft gekostet hier. Box! Aber noch liegen ja zwei Runden vor den beiden. Also wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste die Runde weg sein. Ja, man keine spektakulären Treffer dabei, aber Sergei Lapin hat in der Runde aber mehr gemacht und hier eine oder andere Wahl ja auch durchgekommen. Und kassiert vollkommen zurecht Runde 3. Also jetzt auf allen Punktzetteln einen Punkt vorne nach drei Runden. Also kann der Kevin Künzel schon noch drehen. Macht allerdings jetzt konditionell nicht gerade den super Eindruck, Ende dieser dritten Runde. Bin mal gespannt, was er sich da vorgenommen hat, Kevin Künzel. Der weicht da ungern zurück. Kantiger Boxer. Unangenehm. Und äußerst geschickt, wie alle Ukrainer. Da schlägt Künzel knapp vorbei. Und sofort kommt der Konter von Lapin.
reinschlagen. Nur in die Mitte reinschlagen. Kautschukteilchen da in den Ringstaub gefallen. Wird da das Ganze gesäubert und dann geht's weiter. Box! Der weicht da keinen Zentimeter zurück, der Lapin. Mit Körpertreffern, denke ich mal, kann man den langen Ukrainer nicht besiegen. Da muss schon mal ein Hammer zum Kopf. Jetzt dreht er doch mal auf, der Kevin Künzel. Und Lapin hält dagegen. Ja, aber so kommt man auf den Punktezettel natürlich wieder ein bisschen nach vorne. Er muss aktiver werden. Das war in der letzten Runde nicht der Fall. Jetzt sieht es besser aus. Die letzte Minute. Linke. Links vom Handschuh abgerutscht. Rechte schön durchgekommen. Jawohl. Und nochmal. Da muss man ein bisschen was tun. Kevin Künzel, da müsste diese Runde eigentlich ihm gehören. Noch eine Aufwärtshaken, jawohl. Aber beeindruckend, wie Lapin da steht, die Dinger fängt und sofort wieder austeilt. Nochmal schöner Schlag von Kevin Künzel. Und dann ist die Runde vorbei. Und begeisterter Beifall jetzt hier in Hannover für Kevin Künzel. Ja, ich hatte schon Befürchtung, dass er konditionell da einfach Probleme kriegen würde. Und genau in dem Augenblick dreht er hier in Runde 4 auf. Und hat wieder klasse geboxt. Hat Sergei Lapin beherrscht. Schön hier nochmal zu sehen, die linke Führungshand zum Kopf des Ukrainers. Und dann kommt die rechte. Und dann kommt es gleich die Punktewertung, der Aufwärtshaken. Also das muss eigentlich eine Runde von Kevin Künzel. Da ist ja, jetzt wird es natürlich spannend, 38-38 auf allen Zettel der Punktrichter. René Jus, Andrew Caulfield und Yasser Sinar. Und diese letzte und fünfte Runde, die muss es hier die Entscheidung bringen. Gewinnt Lapin. Dann ist die Sache hier entschieden. Dann hat die Ukraine 3 Siege. Und Deutschland kann maximal noch auf 2-3 rankommen. Gewinnt Kevin Künzel, steht 2-2. Und dann entscheidet der nächste Kampf im Schwergewicht. Also spannender geht es hier eigentlich nicht mehr. Und imponierender auch nicht, was Kevin Künzel angeht. Ja, da war die linke ein bisschen zu tief. Da haut er die rechte immer mal um die Ohren im Lapin. Ja, und jetzt ist beeindruckt. Und Kevin packt hier einen nach dem anderen aus, auch wenn er nicht immer trifft. Und so erstmal hier so richtig heiße Stimmung in der Halle. Schön nochmal die rechte und die linke. Und fängt er auch mal ein, aber es ist viel aktiver, viel agiler. Klasse, auf der Innenbahn durchgekommen, nochmal die linke nachgezogen. Kevin Künzel will hier auch seinen 5. Kampf in der World Series of Boxing gewinnen. Und das ist auf einem guten Weg. Lapin hat jetzt hier wahnsinnig Schwierigkeiten, noch die Übersicht zu behalten. Er fängt ein nach dem anderen. Noch 1,30. Kevin Künzel muss durchhalten, macht aber seinen ausgezeichneten Eindruck. Hat sich gut auf den Gegner eingeschossen nach dieser schwachen dritten Runde und ist jetzt hier auf dem Vorwärtsgang, auf dem Vormarsch. Und nochmal der Aufwärtshaken. Der sitzt jetzt bei jedem Mal, wenn er schlägt. Und jetzt mal die rechte nachziehen, so zum Zeitvertreib. Jawohl, das macht er auch. Da ist wieder der Mundschutz draußen. Jetzt guckt man erstmal bei wem.
Gerade war ganz gut jetzt hier zugange. Zum zweiten Mal, sagt er, wenn es nochmal passiert, dann gibt es eine Verwarnung. Also muss es aufpassen, Kevin Künzel, dass er den Mundschutz da drinnen behält. Klares Zeichen von Hasan Zubik. So, jetzt noch 30 Sekunden. Hoffen wir mal, dass das Mundstück drinnen bleibt und dass er noch so weitermacht. Dann hat er diese Runde und den Kampf gewonnen. Kämpferisch großartige Leistung hier von Kevin Künzel, aber auch von Lapin, der jetzt einen nach dem anderen fängt. Schauen Sie, der versucht es hier mit Ballbewegung das Schlimmste zu verhindern. Aber er ist fertig, der Lapin. Trifft zwar nochmal, aber Künzel auch. Und jetzt ist der Kampf dann gleich vorbei. Nochmal ein Schlusswort von beiden. Und das müsste eigentlich gereicht haben. Klasse. Runde 5 von Kevin Künzel gegen einen Sergei Lapin, der mit den Kräften sichtlich am Ende war. Und hier, da stehen sie auf den Bänken, in der blauen die Fans Ecke, von Kevin Künzel. Team der Ukraine-Ottermann Sergei Lapin in der roten Ecke mit den German Eagles. Schauen wir uns gerne nochmal an, hier die Höhepunkte der Runde. Die rechte. Da fällt auch schon mal ganz gerne einer, wenn er mit der durchkommt. Die war zu kurz angesetzt, aber er hat nicht die Fehler gemacht, hat sie zurückgegangen, ist das zweite Mal vorne marschiert, hat Lapin beschäftigt. Und was er in Runde 3, 2 und 3 falsch gemacht hat, das hat er in Runde 4 und 5 richtig gemacht, Kevin Künzel. Jetzt hören wir uns mal das Urteil an. Ladies and gentlemen, the official scoring. Judge 1 scores about 48-47 for the red corner. So. Just Judge 2 scores about 48-47 also for the red corner. Vorsicht. Judge 3, ladies and gentlemen, scores about 48-47 for the red corner. Winner by majority decision, the red corner, Kevin Künzel! Also, er hat es geschafft. Kevin Künzel hat die letzte Runde noch geholt und fährt einen knappen Punktsieg ein mit 48-47. Vielen Dank auch an hartes Stück Arbeit. Vielen Dank auch an dieser Stelle. An Kevin Künzel, der damit von den Ukraine in der BSB. Vielen Dank an Sergei Lapin in der blauen Ecke. Tja, das war was hier für die Boxfans in Hannover. Da sind sie mitgegangen. Das hat ihnen gefallen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu zwei. Ein spannender und Kampf. Tatsächlich bis zur letzten Sekunde die Schwergewichtsbegegnung zwischen Erik Pfeiffer und Anatoli Antoniuk. Kommen wir zum fünften und letzten Kampf an diesem Abend in Hannover.